Menschen, die bereit sind, einen mühsamen Weg auf sich zu nehmen, um das Leben eines Tieres zu retten, sind wirklich wertvolle Helden. Die meisten Rettungseinsätze finden zwar über Wasser statt, aber auch unter Wasser können faszinierende Dinge passieren. Als ein Taucher während eines Unterwasserabenteuers von einem Hai angegriffen wurde, war er ziemlich erschrocken. Doch dann erkannte er, dass er dringend Hilfe brauchte. Josh Eccles ist ein ortsansässiger Taucher, der mit Emerald Charters in Jupiter in Florida getaucht war. Er ist kein Unbekannter in der Szene und taucht schon seit fast 10 Jahren. In den letzten 5 Jahren war er hauptsächlich in den Gewässern von Jupiter in Florida unterwegs. Er hat schon unzählige Tauchgänge hinter sich und hat somit bereits eine Menge Erfahrung. Doch an einem bestimmten Tag ging Eccles mit seinem Team tauchen und bemerkte, dass etwas nicht stimmte. Während er im Atlantik tauchte, versuchte ein Hai ständig seine Aufmerksamkeit zu erregen. Es war seltsam. Der Hai, der verzweifelt versuchte, die Aufmerksamkeit des Tauchers zu erregen, war ein Zitronenhai. Sie stoßen immer auf uns. Aber sie stoßen nicht so häufig auf uns, erklärte Eccles. Daher wusste er, dass etwas nicht stimmte. Dieses Haiweibchen stieß ständig mit mir zusammen, sagte Eccles weiter. Und wenn sie mich anrempelte, hob sie den Kopf und zeigte mir ihren Bauch. Das war, gelinde gesagt, ziemlich einschüchternd. Es ist nicht ungewöhnlich, beim Tauchen in den Gewässern Floridas auf Zitronenhaie zu treffen. Die Anwohner haben immer wieder Begegnungen mit den Haien am Strand. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie keine Angst davor hätten. Ein Zusammentreffen mit einem Zitronenhai kann eine ziemlich beängstigende Begegnung sein. Diese Haie sind sehr kräftig und können bis zu 3 Meter lang werden. Außerdem ernähren sie sich von anderen Haien, großen Seevögeln und anderen Meeresbewohnern. Doch obwohl Zitronenhaie groß und stark sind, sind sie normalerweise nicht aggressiv gegenüber Menschen. Deshalb hatte Eccles bei früheren Begegnungen mit ihnen auch nie Angst gehabt. Doch dieses Mal war es anders. Nachdem der Hai Eccles immer wieder angestupst hatte, wurde ihm klar, dass etwas nicht stimmte. Da beschloss er nachzusehen, was der Hai ihm zeigen wollte. Plötzlich sah Eccles, was das Problem war. Als der Taucher genauer hinsah, bemerkte er, dass ein riesiger Haken aus dem Bauch des Hais ragte. Er hob seinen Bauch an und ich bemerkte etwas. Also habe ich ein wenig an dem kleinen Haken herumgestochert, erklärte Eccles. Eccles wusste, dass er dem Hai helfen musste. Er versuchte, den Haken herauszuziehen. Beim ersten Versuch, ihm zu helfen, schwamm der Hai jedoch schnell weg. Der Taucher merkte schnell, dass dies keine einfache Rettung werden würde. Schließlich schwamm der Hai zu Eccles zurück. Diesmal packte er den Hai am Kopf und zog ihn hoch, damit er die entsprechende Stelle besser sehen konnte. Er war aus Metall, sagte er. Er wollte nicht nachgeben. Ich habe langsam gezogen, gezogen, gezogen. Eccles zog und zog weiter, um das Objekt herauszuholen. Er konnte erkennen, dass es ein Haken war. Aber er ahnte nicht, wie groß er war. Schließlich gelang es ihm, das Ding herauszuziehen. Und es war riesig. Als Eccles den Haken schließlich herausgezogen hatte, war er von der Größe des Objekts schockiert. Eccles, der 1,90 Meter groß ist und 90 Kilogramm wiegt, sagte, der Haken sei so groß wie seine Hand. Kein Wunder, dass der Hai so unnachgiebig war, ihn zu entfernen. Es war die Art von Ding, die sie unbedingt loswerden wollte, sagte er. Sobald ich anfing, daran herumzufummeln, sagte der Hai förmlich, hol das aus mir raus. Eccles hat eine Vermutung, wie der Haken überhaupt stecken geblieben war. Er glaubt, dass der Hai den Haken vor über 1 Jahr verschluckt haben muss. Im Laufe der Zeit hatte sich der Haken langsam aus ihrem Körper herausgearbeitet. Das war eine verrückte Erfahrung, bei der ich dabei sein durfte, sagte der Taucher. Doch dieses Erlebnis sollte noch nicht das Ende der Geschichte sein. Eccles und sein Team hatten die gesamte Interaktion gefilmt und den tragischen Moment auf Kamera festgehalten. Dann geschah etwas Unglaubliches. Nachdem der Hai gerettet wurde, schwamm er zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder zurück zur Kamera und schien sich bei seinen Rettern zu bedanken. Es waren sehr bewegende Bilder, die sich dort im Ozean abspielten. Danach schwamm der Hai glücklich davon. Eccles fühlte sich großartig. Was er und sein Team geleistet haben, war wirklich unglaublich. Der Mann ist ein wahrer Held, weil er alles getan hat, um dem Zitronenhai zu helfen. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Schau dir jetzt ein Video von einem Mann an, der einem weißen Hai das Leben gerettet hat. Was dann geschah, wirst du nicht glauben. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.